Wir fahren zur Motocross-Strecke, Leute. So, jetzt können wir mal Knallgas geben. Ich habe leider die falschen Schuhe an. Aber geht. So, liebe Freunde des gepflegten Motorsports, herzlich willkommen zu einem neuen Video und tatsächlich mit dem Auto, wo ihr wahrscheinlich sagt, ey Matze, was ist los mit dir? Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich liebe SUVs und deswegen liebe ich auch den neuen GLA, denn er ist jetzt endlich ein echter, waschechter SUV. Ich nenne ihn jetzt schon liebevoll den Baby GLE, weil das Auto von außen, finde ich, sehr viel Ähnlichkeit hat. Der Style ist genau derselbe, die Rückleuchten finde ich absolut super sexy. Und innen drin setzt sich das fort. Das Auto ist 10 cm höher und es ist tatsächlich ein echter SUV, weil er 4MATIC hat. Und genau aus diesem Grund werden wir heute auf die Motocross-Strecke gehen. Ja, genau. So, los bitte los, Stau bitte Ende und dann ab auf die Bahn. Also, was ist neu an diesem Fahrzeug? Es ist alles neu, ehrlich gesagt. Das Auto hat jetzt serienmäßig MBUX. Das große Display kostet natürlich nochmal einen Tacken obendrauf. Aber MBUX ist da, also Hey Mercedes geht immer. Hey Mercedes! Was kann ich für dich tun? Bring mich zur Motocross-Strecke des MSC Eichenried. Ich berechne die Route. Also, wir fahren durch die Stadt. Und tatsächlich ist es so, dass dieser kleine SUV, es ist der Einstieg in die SUV-Welt von Mercedes, dieser kleine SUV hat schon alles, was ein SUV haben muss. Nämlich die erhöhte Sitzposition, du schwebst so ein bisschen über den Dingen, macht mir ultra Spaß, ich liebe die Dinger beim Ein- und Aussteigen, ist cool. Übrigens, Ein- und Aussteigen. Es gibt ja so Probleme, wenn du mit so einem SUV Offroad fährst, dass du immer eine dreckige Hose hast. Weil beim Aussteigen, ne, kommst du immer unten an den Schweller dran und dann ist die Hose dreckig. Nicht beim GLA, weil der GLA hat die Türen komplett runtergezogen über den Schweller drüber und dadurch wird der Schweller nicht mehr dreckig. Das heißt, beim Aussteigen bleibt die Hose sauber. Man kann jetzt auch wieder weiße Hosen anziehen. Auch wenn es nicht in ist. Und auch wenn Männer mit weißen Hosen sehr komisch aussehen. Man könnte, wenn man wollte. Ne? Bevor wir jetzt zum Motorsportclub fahren, muss ich noch einmal kurz tanken. Und da gibt es eine Neuerung von Mercedes, nämlich die Bertha-App. Die Bertha-App kann dafür sorgen, dass ich nicht mehr in die Tankstelle reinlaufen muss. Finde ich sensationell. Du fährst zum Tanken, holst deine App raus, bezahlst im Auto sitzend. Du musst nicht mehr in den Shop reingehen. Also, wir nehmen das Handy in die Hand, machen es auf. Dann haben wir die Bertha-App hier oben rechts. Und dann zeigt mir das Telefon schon an, wo sind die ganzen Tankstellen, die bei der Bertha-App mitmachen. Dann gehe ich hier auf meinen Standort und gucke, wo ist denn die nächste. Und ich kriege natürlich auch gesagt, was ist denn die günstigste Tankstelle. Und dann zeigt er mir die Superpreise an. Auch total easy. Gehe auf die Tankstelle drauf. Gehe auf Navi starten. Ich tanke natürlich auf der 1. So. Da sind wir schon. Jetzt gucken wir mal, was die App sagt. Bertha Pay starten. Number one. Weiter. Zapfsäule wird ausgewählt. Jetzt tanken. Lass dein Handy im Auto, während du tankst. Du kannst hier jede verfügbare Spritsorte wählen. Okay, so. Tanken. Yes! Ich habe genau für 20,00 € getankt. Ich liebe es, wenn man das trifft. So, getankt ist. Fertig und abschließen. Bertha prüft, was du getankt hast. Okay, also, jetzt bezahlen. Touch-ID. Zahlung wird ausgeführt. Zahlung erfolgt, du kannst jetzt losfahren. Und zwar ohne, dass dir die Polizei hinterherfährt. So. Danke, Bertha. Tschö. Für die Stadt besonders interessant sind die Fahrassistenzsysteme. Es gibt ein riesengroßes Paket und da sind vor allen Dingen für die Stadt echt interessante Sachen dabei. Das ist einmal die Ausstiegswarnfunktion, also das Auto erkennt, ob da jemand vorbeifährt. Jetzt angenommen, ich hätte da eingeparkt, will aussteigen, dann warnt mich das Auto tatsächlich davor, wenn jemand gerade angeschossen kommt, ein Fahrradfahrer und so weiter und so fort. Hilft einfach, wenn man mal nicht ganz so aufmerksam ist. Ich liebe diese Augmented Reality, ne? Also wir haben das Kamerabild da vorne. Ich finde, wenn man sich ein bisschen daran gewöhnt hat, lenkt es nicht ab.
Du guckst dahin und du kriegst wirklich angezeigt per Pfeil in deinem echten Kamerabild, wo du hinfahren musst. Also, wir müssen da vorne rechts abbiegen, aber welchen müssen wir denn jetzt nehmen? Und da sagt mir tatsächlich das Auto, jetzt gehst du rechts ab. Er zeigt mir das Schild Tegernseer Landstraße, nochmal extra eingeblendet und zeigt mir mit Pfeilen, wo ich hin muss. Das finde ich einfach sensationell. So, jetzt können wir mal Knallgas geben. 224 PS. Der Vierzylinder arbeitet ordentlich. Das ist jetzt kein AMG, aber das wussten wir vorher. 6,7 Sekunden von 0 auf 100 geht die Bude. Und die Höchstgeschwindigkeit, Achtung festhalten, liegt bei 240 km/h. Für so ein kleines Auto mit so einem kleinen Motor vollkommen cool, weil wann fährst du tatsächlich mal über 240? Auf der Autobahn ist natürlich wichtig, A, wie gut geht das Auto. Was aber viel wichtiger ist, ist, wie komfortabel ist das Auto. Grandios, auch auf der Autobahn, ist die Weitsicht. Ich sitze ein bisschen höher als alle anderen und dadurch habe ich eine weitere Voraussicht. Ich sehe, was da vorne passiert, schwebe so ein bisschen über den Dingen und trotzdem ist das Auto sehr komfortabel. So, Kickdown, Auto beschleunigt 140, 150, 160, 170. So, jetzt haben wir 170 drauf, Windgeräusche vollkommen cool, gehen sogar noch ein bisschen leiser, ne, gehen nicht leiser, weil ich habe die GoPro hier montiert, deswegen kann ich das Sonnendach nicht zumachen. Das ist auch noch mal ein bisschen eine Dämpfung, was die Windgeräusche anbetrifft und würde das Ganze noch mal ein bisschen entspannen. Ich habe mir jetzt vorne in das Display mal die Kontrolle des Allradantriebs reingelegt und du siehst da visuell, wie viel Kraft an der Hinterachse ist. Finde ich mega, wenn du nur so durch die Gegend rollst. Man ist eigentlich nur Vorderachse angetrieben. Und wenn du dann ans Gas gehst oder es irgendwo Schlupf gibt, dann kriegen die Hinterräder auch Kraft. So, wir gehen mal ran ans Gas. Alter, der gibt das Pfötchen hinten. Der drückt richtig schön hinten die Kraft raus. Das ist ja super. Also es ist, musst du dich mal vorstellen, das ist eigentlich ein Frontantriebsauto. Leute, guckt euch bitte an, was das da hinten staubt. Ja, so mag ich das. Also, ist eigentlich ein Frontantriebsauto, aber der Allrad kriegt wirklich hinten richtig Kraft. Und das ist super, weil du kannst das Auto wirklich querstellen in der Kurve. Also, die Schotterstraße, das war schon mal ein schöner Warm-up. Jetzt geht's zum Motorsportclub Eichenried. Und da wartet der Raphael auf mich. Der Raphael ist Produktexperte für dieses Fahrzeug. Und ich denke mal, er kann mir noch ein bisschen was erzählen, was ich noch nicht wusste. Moin Raphael. Hey Matthias. Na? Ich hab leider die falschen Schuhe an. Ja. Was ist denn das hier? Hier ist ja voll dreckig. Ja, das perfekte Terrain für den neuen GLA. Genau. Du bist auch schon ordentlich unterwegs gewesen, wie man sieht. So ein bisschen, da hinten ist so eine Schotterstraße, da hat es geraucht, das war unfassbar. Ja. Richtig gut. Hat gerechte Haltung, würde ich mal sagen. Und er hat schon das Heck so ein bisschen raushängen lassen. Ja. Wenn du das ESP ausmachst, dann lässt er so ein bisschen zu, gibt die Kraft schön auf die Hinterachse, macht Bock. Bisschen Dynamik erzeugt. Ja. Perfekt. Erzähl mir was zur Optik. Der neue GLA ist viel, viel cooler und viel, viel erwachsener geworden. Man erkennt es jetzt auch hier im Heck vor allem. Die Schultern sind viel, viel breiter ausgestellt. Besonders hier seitlich erkennt man es auch nochmal. Genau. Wie beim alten GLA auch schon. Auch die coupéförmige Dachlinie, wirklich sehr, sehr cool. Und natürlich auch die neue Leuchtgrafik von den Leuchten. Also typisch für das SUV-Gesicht von den neuen SUVs bei Mercedes. Ich habe ihn genau deswegen, wegen der Rückleuchten, Baby GLE getauft. Yeah. Weil das ist schon, also ich meine, GLC ist natürlich auch mega, aber GLE ist irgendwie, sieht er mehr aus wie ein GLE als ein GLC, finde ich. Das Lustige ist, wenn du da drin sitzt, hast du das Gefühl, du sitzt in einem riesengroßen Auto. Also nicht, weil er irgendwie langsam oder träge ist, sondern einfach, weil du viel Platz hast. Richtig. Dann steigst du aus und denkst dir, ach nee, stimmt ja. Ist ja nur, in Anführungszeichen, GLA, schön klein, schön handlich. Genau. Also das macht echt Bock. Also Heck sieht super aus, finde ich die schönste Seite an dem ganzen Auto. Definitiv. Was macht denn die Seitenansicht? Als erstes sehen wir haben AMG-Felgen drauf. Ist das AMG-Paket? Richtig, genau. Wir haben hier das AMG-Paket in Kombination sogar mit dem Nye-Paket. Also die Chromelemente am Fahrzeug sind alle in schwarz ausgeführt. Alles schwarz, Spiegel sind schwarz. Felgen sind schwarz beilackiert. Die haben die alle, aber die Leiste, die lackierte, quasi, die ist auch wieder Nye-Paket. Genau, die ist Bestandteil vom Nye-Paket. Okay. Genau, auch getönte Scheiben hinten, das ist alles Bestandteil vom Nye-Paket. Sieht gut aus.
von der Seitenansicht her, was jetzt noch neu ist. Der Designer spricht, Achtung. Wir haben jetzt hier keine Sicken, keine Kanten mehr, sondern rein modellierte Flächen. Man merkt es auch hier hinten nochmal ganz stark mit der Schulter, wo das Fahrzeug einfach nochmal deutlich maskuliner auf der Straße sitzt. Das Lustige ist, die Linien sind weicher, aber das Auto wirkt deswegen irgendwie breiter und mächtiger. Ne? Richtig, genau. Er ist halt viel, viel muskulöser dadurch und wirkt halt einfach viel, viel imposanter im Vergleich. Vorne, oder? Ja. Wir haben hier Powerdomes, sehe ich gerade. Richtig, genau. Wir haben hier die Powerdomes, was auch nochmal diese maskuline Form widerspiegelt. Was auch neu ist, ist der neue Kühlergrill. Der sieht gut aus. Wenn du so ein bisschen weiter weg gehst, von jeder Seite, egal wo du hinguckst, der steht einfach gut da. Ja. Und das Lustige ist, obwohl er der kleinste der SUVs ist, sieht er nicht so klein aus. Also das Auto wirkt einfach satt, zufrieden. Richtig, genau. Es ist ja der Einstieg in die SUV-Welt von Mercedes. Und eins noch, der GLA ist auch der kleinste Mercedes, was wir im Portfolio haben. Wie, der kleinste Mercedes, den ihr habt? Richtig, 4,41 Meter. A-Klasse ist länger, oder was? Richtig, um 1 cm länger. 1 cm. B-Klasse ist auch länger. Ja. Und der GLA ist jetzt im Vergleich zum Vorgänger sogar um 1,5 cm kürzer geworden. Ist ja auch ganz besonders, weil die Fahrzeuge werden eigentlich immer größer und größer von Generation. Aber an sich von der Kürze her kleiner geworden. Aber also das müssen wir jetzt auch noch mal machen, bevor wir losfahren. Ja. Er ist zwar der kleinste, aber er ist in der Größe gewachsen. Also vorne, ne, ich bin 1,83, sitze da vorne drin, habe super Platz. Ja. Setze ich mich hier hinten mal rein. Und das ist auch total entspannt. Ich habe mega Platz hier drin. Richtig, genau. Durch den verlängerten Radstand hast du halt einfach viel mehr Beinfreiheit hinten im Fond. Es gibt jetzt auch ganz neu eine verschiebbare Rücksitzbank, wo du effektiv mehr Beinfreiheit erzeugen kannst oder auch mehr Kofferraumvolumen. Oder auch weniger Beinfreiheit. Richtig. Aber dann hast du einen größeren Kofferraum. Richtig, genau. Ja, super Feature. Gibt es hier irgendwas, wo du sagst, Matthias, bitte fahr da nicht lang? Mir fällt jetzt nichts ein oder ich sehe jetzt auf die Schnelle nichts. Also ich würde sagen, der GLA schafft hier alles. Aber die Tables sind schon heftig, da sind schon scharfe Kanten. Meinst du nicht, dass er da in der Mitte vielleicht ein bisschen aufsetzen könnte? Nee, der neue GLA ist ja vom Radstand her gewachsen. Dadurch haben wir einen verbesserten Böschungswinkel im Vergleich. Okay. Und von dem her würde ich sagen, probier es mal aus. Wir haben auch im Fahrzeug ein Programm, das nennt sich unter den Themenwelten Abenteuer. Da stellt sich automatisch der Allrad schon auf die Offroad-Funktion ein, wo eine Kraftverteilung von 50-50 stattfindet und auch eine Animation in den Display stattfindet, wo du dann auch nochmal die Neigungswinkel siehst. So, Raphael, wie komme ich jetzt zum Thema Abenteuer? Genau, wenn du über das Touchpad oder den Touchscreen einfach nach unten wischst, andere Richtung. Nach oben wischen. Und nach oben. Okay. Dann hast du als ersten Punkt gleich das Abenteuerprogramm. Und dann ändert sich alles im Fahrzeug gleich. Die Anzeigestile werden angepasst, das Offroad-Programm werden eingelegt. Du siehst es direkt im Bildschirm. Neigungswinkel, genau. Steigungswinkel. Auch die Kraftverteilung von der Firmatik wird angezeigt. Gasbremse wird angezeigt. Genau. 100%! Genau. Wenn du noch auf Vollbild klickst, dann hast du auch noch den Kompass integriert. Also ganz unten dieser Punkt, der türkisene, was jetzt ausgeleuchtet ist im Display. Der da. Genau. Dann hast du auch noch den Kompass. Kameramann, ciao. Es geht los. Viel Spaß. So, jetzt sagen wir mal hier Steilkurve. Also das wäre was, ja, so ein dreckiger Feldweg, ne? Total weich. Da würdest du normalerweise mit deinem Mercedes niemals langfahren. Nie, niemals. Aber ich schon. Alter, da kann ich doch nicht hochfahren. Oh oh, hier ist schlammig. Ja. Alter, ich glaube das nicht, dass wir das mit so einem Ding machen. Also ich gucke jetzt einmal, das muss man machen, Leute. Man kann nicht einfach blind irgendwo runterfahren, wenn man die Strecke noch nicht kennt. Ach, das macht der doch easy. Also normalerweise fegen hier die Zweitakter rauf und runter.
und haben Airtime ohne Ende. Und ich glaube, dass ich hier viel, viel schneller fahren könnte. Aber ich werde es natürlich nicht machen. Alter, ist das ein ekelhafter Schlickschlamm. Guckt ihr euch mal die Spuren an. Seht ihr das? Ich sag mal so, das höchste der Gefühle für so ein normales Straßenauto, was nicht G heißt, ne, ist entweder Kiesauffahrt oder halt, keine Ahnung, du fährst zum Baden an den Baggersee und musst da irgendwie, weil so viel los ist, musst du auf der Wiese parken. Das ist das Maximum, was solche Autos so im Alltag machen, ne? Das ist jetzt hier kein Försterauto, aber ich sag mal so, er könnte Förster. Und zwar ohne Probleme. Also dieses Auto kann viel, viel mehr, als ich diesem Auto jemals zutrauen wollen würde. Zutrauen würde ich ihm viel mehr, aber ich will das Auto nicht kaputt machen. Ich will es nicht dreckig machen. Ich will, dass da keine Steine rumfliegen und so weiter und so fort. Deswegen sage ich zu 100%, das Ding liefert. Wollen wir mal hier durch den Schlamm? Ja, das sieht doch schön aus. Ich habe mich entschieden, ich nehme den mit. Der Raphael muss leider nach Hause gehen, genau wie er hergekommen ist. Raphael! Ja? Ich sag mal vielen Dank, ne? Sehr gerne. Auto kann alles, was es können muss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vergiss die Waschanlage nicht. So, Waschanlage ist angesagt. Der Raphael hat gesagt, ich soll mal ins Menü gucken. Da gibt es einen Modus dafür. Morgen! Morgen, der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel? Ja. So, hier habe ich einen Gutschein. Jawohl, das passt. Ich muss einfach meinen Waschanlagenmodus einmal ganz kurz starten, ja? Was ist der Waschanlagenmodus? Ja, pass auf. Ich drück da drauf. Ja? Jetzt musst du weg, glaube ich. Start. So, was passiert, ist tatsächlich cool. Spiegel werden eingeklappt, Parktronic aus, dann piept's nicht. Regensensor aus, weil sonst geht der Scheibenwischer an. Heckscheibenwischer aus, Dach, Hebedach, Schiebe, Hebedach geschlossen. Und die Fenster werden auch geschlossen. Perfekt. Ganz ehrlich, das ist ein nettes Gimmick, ne? Aber ganz im Ernst, wie oft habt ihr schon im Auto gesessen und dachtet euch, habe ich das Schiebedach zu? Sind die Fenster alle zu? Habe ich den Scheibenwischer ausgemacht? Ist der Regensensor aus? Und so weiter und so fort. All das macht dieser GLA für euch. Sensationell. Also, das war der GLA. Wird gleich sauber gemacht, dann muss ich ihn abgeben und dann habe ich Feierabend. Tschüss, hab euch lieb. Jetzt wird gewaschen. Wir fahren Richtung Grünwald, ne? Ja. Na, dann probiert mal mitzukommen. Was kann ich für dich tun? Ich mag dich, Mercedes. Danke, ich dich auch. Da sind wir uns doch schon wieder einig, Schatzi, ja?